Moin und willkommen bei den Klimacheckern. Manchmal sieht man sie hier bei uns in Ostfriesland, die Biogasanlagen. Biogas, das ist eine erneuerbare Energie und die Stromerzeugung daraus wird durch das EEG gefördert. In Niedersachsen gibt es laut Landesverband Erneuerbarer Energien 1700 Biogasanlagen. Rund 70 Stück stehen bei uns. Diese hier zum Beispiel, die steht in Adorf. Die haben wir vor knapp einem Jahr mal besucht. Was ist jetzt aber eigentlich Biogas? Wie wird das produziert? Naja, in so eine Anlage kann man nicht ganz so gut reinschauen. Deswegen haben wir mal etwas für euch vorbereitet. So, wie funktioniert denn jetzt eigentlich eine Biogasanlage? In einer Biogasanlage werden Brennstoffe durch einen Gärprozess in Energie umgewandelt. Alles beginnt bei den Brennstoffen. Das sind zum Beispiel Mais, Gülle oder ähnliche tierische Abfälle. Sie werden in Substratlagern in der Nähe der Anlage gelagert. Von dort werden sie in den Anmischer transportiert. Der vermischt die verschiedenen Brennstoffe zu einer gleichmäßigen Masse. Sobald das abgeschlossen ist, wird das Gemisch in den sogenannten Fermenter gepumpt. Im Fermenter herrschen dauerhaft zwischen 38 und 40 Grad. Unter Ausschluss von Sauerstoff wird der Gärprozess dann angestoßen. Der unterteilt sich in verschiedene Phasen. In der ersten Phase, der sogenannten Hydrolyse, werden die Makromoleküle des Brennstoffs mit Hilfe von Bakterien in kleinere Moleküle gespalten. In der Versäuerungsphase werden die kleinen Moleküle dann durch Mikroorganismen in Endealkohole und Fettsäuren umgewandelt. Mit den Fettsäuren sinkt auch der pH-Wert, weswegen es dann zu einer Versäuerung kommt. Daher kommt auch der Name. In der dritten Phase werden die Alkohole und Fettsäuren durch bakterielle Essigsäuregärung zu Essigsäure umgewandelt. In der vierten und letzten Phase wird Methan gebildet. Das passiert mit Hilfe von Methanbildnern, wie zum Beispiel der zersetzten Essigsäure vom Vorprozess oder durch Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid. Am Ende entsteht Methan, das Biogas. Neben dem Methan sind noch weitere Gärreste während des gesamten Prozesses entstanden, wie zum Beispiel Kohlenstoffdioxid oder Schwefel. Einige dieser Stoffe sind unbrauchbar und müssen mit Hilfe einer Aufbereitungsanlage vom Methan getrennt werden. Unter großem Druck und mit speziellen Mitteln wird das Rohbiogas gereinigt. Vor der Reinigung hatte das Biogas einen Methangehalt von 50-54%. Danach ist es auf 96-98% gestiegen. Damit hat das Gas nun Edelgasqualität erreicht und kann zum Beispiel in das öffentliche Netz eingespeist werden. Dort kann es in speziellen Kraftwerken ins Wärmenetz einfließen oder in Strom umgewandelt werden. Deutschland hat im ersten Halbjahr 2022 rund 298 Milliarden Kilowattstunden Bruttostrom erzeugt. Etwas mehr als 46% davon stammen aus erneuerbaren Energien. Einen kleinen Teil davon hat die Biomasse erzeugt. Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. Strom und Gas aus Viehmist und sonstigen landwirtschaftlichen Abfällen. Toll, oder? Ist es eben nicht nur. Zwei große Kritikpunkte an Biogas sind zum einen die Monokulturen und der Eye-Look-Effekt. Bei der Monokultur werden in diesem Fall Energiepflanzen wie zum Beispiel Mais auf fruchtbarem Ackerboden angebaut. Problematisch, dadurch werden Erzeugnisse von Nahrungs- und Futtermittelproduktion zurückgedrängt. So zumindest die Kritiker. Oder es kommt zur indirekten Landnutzungsänderung. Bestehende Ackerflächen werden überwiegend für die Energiepflanzen bewirtschaftet. Für den restlichen Anbau müssen dann wiederum neue Flächen erschlossen werden. Das hat zum Beispiel die Umwandlung von natürlichen Ökosystemen, wie zum Beispiel Wäldern, den Nachteil. Bei der Adorfer Anlage möchte man gegen das Anpflanzen von Monokulturen so gut wie möglich vorgehen. Das versuchen wir abzustellen. Das ist bei uns eigentlich auch nicht der Fall, bis auf vielleicht wenige Flächen. Aber im Grundsatz ist es so, dass wir natürlich heutzutage in der Lage sind, über Fruchtfolgen die Bewirtschaftung durchzuführen. Unser Maisanteil an Substrat ist ungefähr 50-55-60%, je nach Jahr und Ertragssituation. Aber im Kern arbeiten wir natürlich mit den Kulturen, die hier angebaut werden. Also ganz normale landwirtschaftliche Pflanzenproduktion. Biogas hat seine Vor- und Nachteile. Am Ende sind die Vorteile für die Umwelt davon abhängig, wie die Betreiber ihre Anlagen führen. Gecheckt?